Deutschland muss das anlasslose Speichern von Kommunikationsdaten zur Bekämpfung schwerer Kriminalität neu regeln. Denn der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat am vergangenen Dienstag die bisherige deutsche Regelung gekippt. In der Bundesregierung gibt es jetzt eine Debatte darüber, wie eine Nachfolgeregelung genau aussehen könnte. Während Innenministerin Faeser dafür plädiert, die Spielräume des Luxemburger Urteils auszunutzen, will Bundesjustizminister Buschmann von der FDP das lange umstrittene Gesetz zügig und endgültig streichen. Und zu dem Thema begrüße ich jetzt bei uns im Studio Bundesjustizminister Marco Buschmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Also wir haben gehört, langes Streitthema, jetzt eine Diskussion mit Ihrer Kabinettskollegin Nancy Faeser und gleichzeitig wollen Sie in wenigen Tagen schon einen neuen Gesetzentwurf vorlegen. Wie soll denn jetzt genau aussehen? Also es ist ja so, wir haben ja große Einigkeit, dass wir die Vorratsdatenspeicherung, die ein schwerer Eingriff in die Grundrechte war, ich kämpfe gegen dieses Instrument schon seit vielen Jahren, ersetzen wollen. Wir wollen auch beide Spielräume des Luxemburger Urteils nutzen. Ich will ja auch die Vorratsdatenspeicherung nicht ersatzlos streichen, sondern durch ein sogenanntes Quick-Freeze-Modell ersetzen, ein modernes und auch grundrechtskonformes Ermittlungsinstrument. Und wir haben uns auf diese Situation auch vorbereitet. Deshalb ist der Streit in Wahrheit gar nicht so groß, denn der Koalitionsvertrag hat ja dieses Urteil quasi vorweggenommen. Und hat eben ganz klar gesagt, all das, was früher in der Vorratsdatenspeicherung geregelt war, das waren ja auch die IP-Adressen, wird in Zukunft so geregelt, dass es nicht mehr anlasslos erfolgt. Und eben eine solche anlassbezogene Speicherung, also wenn wirklich ein konkreter Tatverdacht vorliegt, das möchte ich möglich machen, das ist genau Quick Freeze. Quick Freeze, aber da hat ja Ihre Kollegin Nancy Faeser, um das nochmal dagegen zu spiegeln, gesagt, was kann ich, also Quick Freeze einfrieren, das heißt in dem Fall, wo ein Verdacht da ist, richterlich Daten zu erfassen, was kann ich dann noch einfrieren, wenn es gar nicht mehr da ist, weil Daten schon nicht mehr feststellbar sind. Also sie scheint ja doch eine andere Auffassung zu haben. Naja, es ist so, die allermeisten Diensteanbieter speichern ja auch Daten aus IT-Sicherheitsgründen, also die pauschale Behauptung, es sei nichts mehr da, stimmt nicht. Und man muss ja Folgendes sehen. Wir haben insbesondere in dem schwierigen Deliktsbereich bei Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern, bei schwerer Gewalt gegen Kinder, sexueller Gewalt gegen Kinder, haben wir mittlerweile ja sehr gute Ermittlungserfolge. Nur noch ganz wenige Fälle scheitern an der Zuordnung einer IP-Adresse. Das wird ja mal als Grund genannt. Das sind nur 3,5%. Und zu einer Zeit, als es die Vorratsdatenspeicherung alter Prägung noch gab, im Jahr 2017, sind 40% der Fälle an dieser Zuordnung gescheitert. Daran erkennt man schon an diesen Zahlen, dass man nicht einfach sagen kann, damit sei das Problem gelöst, sondern wir brauchen gute Ermittlungsarbeit und die hilft uns. Wobei da ja ohnehin gesagt wird, Quick Freeze nützt nichts, weil es nicht im Darknet anwendbar ist, wo gerade in Bezug auf sexuellen Missbrauch ja die meisten Fälle verabredet werden. Da haben Sie recht, aber da hilft auch VDS nicht. Also das Darknet ist ja ein Bereich, wo die Zuordnung eben mit technischen Instrumenten unterbunden wird, auch erfolgreich unterbunden wird. Und wer sich im Darknet aufhält, da hilft weder das eine noch das andere Instrument. Und auch da sind wir auf klassische Ermittlungsarbeit angewiesen, also dass man Informationen sich beschafft über den klassischen Ermittlungsweg. Und da müssen wir auch alle Anstrengungen unternehmen, um gegen diese schlimmen Verbrechen auch entschlossen vorzugehen. Also in wenigen Tagen dazu ein neuer Gesetzentwurf. Schauen wir vielleicht auf ein anderes großes Projekt Ihres Hauses. Sie haben mal gesagt, es sei die Zeitenwende im Familienrecht. Und zwar die Einführung einer sogenannten Verantwortungsgemeinschaft. Ganz grob mag der eine oder andere davon schon gehört haben, dass es also neben der Ehe noch ein anderes Modell gibt, füreinander einzustehen künftig. Wie soll das denn jetzt dann konkret nach Ihrem Gestaltungskonzept aussehen? Naja, es ist kein Konkurrenzmodell zur Ehe, das wird immer wieder behauptet, sondern es gibt einfach andere Lebenssituationen. Also ältere Menschen, die nicht ins Heim wollen, die vielleicht eine WG gründen, aber dann Probleme haben, wenn vielleicht jemand verstirbt, was ist dann mit der Wohnung? Oder wenn einer aus dieser Wohngemeinschaft ins Krankenhaus kommt, dann bekommt man vielleicht gar keine Informationen, was jetzt los ist. Es gibt Alleinerziehende, die sich gegenseitig bei der Kindererziehung helfen wollen, aber die nicht heiraten wollen, weil unsere Gesellschaft eben bunter, mobiler, anders geworden ist. Und das bisherige Familienrecht, das war sehr stark ausgelegt darauf, dass es eigentlich nur die klassische Ehe mit Kindern gibt. Die ist weiterhin wichtig
Und ich bin auch aus Begeisterung verheiratet, also das ist wunderbar. Aber für diese anderen Lebenssituationen, die eben in einer immer älter und flexibler werdenden Gesellschaft häufiger auftreten, müssen wir eben auch was anbieten, um die rechtlichen Verhältnisse für die Menschen rechtssicher zu regeln. Ganz ohne Kritik funktioniert aber auch das nicht. Unter anderem der Familienbund der Katholiken hat gesagt, sie setzen damit falsche Anreize, und zwar für mehr Unverbindlichkeit. Und auch im Grundgesetz steht ja Artikel 6, die Ehe unter besonderem Schutz. Was entgegnen Sie solchen Kritikern? Also der besondere Schutz der Ehe steht außer Zweifel. Daran ändert niemand was. Aber schauen Sie, diese Lebenssituation, die ich beschrieben habe, vielleicht die drei älteren Herren, die sagen, wir gründen jetzt eine WG, die wollen sich ja nicht heiraten, die wollen sie auch nicht adoptieren. Oder die, sagen wir mal, Alleinerziehenden, die im gleichen Mietshaus wohnen, die sich gut kennen, die sich schätzen und die sich gegenseitig bei der Kindererziehung helfen wollen, die wollen ja nicht heiraten. Ich glaube, da wird niemandem etwas weggenommen, sondern wir bieten einfach nur einen zusätzlichen Schutz an in einer moderner und bunter werdenden Gesellschaft. Mhm. Also auch da bin ich jetzt der Advocatus Diaboli. Also ich nehme die kritischen Stimmen auf, die es ja doch punktuell dazu gibt, wo dann auch gesagt wird, es werden falsche Anreize gesetzt. Konkret, das war jetzt erstmal die allgemeine Ausführung, dass eben Verheiratete mit Kindern etwa bei der Krankenversicherung benachteiligt werden. Da muss dann das Kind auch privat krankenversichert sein. Wenn ich nicht verheiratet bin, habe ich eine Wahlmöglichkeit, mich auch günstiger gesetzlich zu versichern. Nur ein Beispiel, weil Sie auch gesagt haben, die Ehe steht weiter unter besonderem Schutz. Wo sehen Sie das dann konkret? Also unsere Rechtsordnung schützt die Ehe in besonderer Weise, beispielsweise steuerlich, sozialpolitisch, in vielerlei Hinsicht. Und daran wird sich nichts ändern. Mir geht es auch nicht darum, eine Art Steuersparmodell oder Sozialabgabensparmodell zu konstituieren, sondern ich möchte mit dieser Verantwortungsgemeinschaft diesen konkreten Lebenssituationen, die ich beschrieben habe, ein Stück mehr Rechtssicherheit geben. Und sehr viele Fachleute begrüßen das. Ich bekomme sehr viel freundliche Rückmeldungen, sogar aus dem Kreise von sehr gläubigen Katholiken, die nämlich sagen, das ist doch eigentlich Subsidiaritätsprinzip. Das ist ja ein Prinzip der katholischen Soziallehre, dass man Menschen befähigt, sich selber zu helfen, statt immer sofort nach dem Staat zu rufen. Und genau in dieser Tradition steht dieses Modell. Ja. Weiteres großes Thema jetzt in Ihrem Haus ist der sogenannte Pakt für den Rechtsstaat. Hat vor wenigen Tagen auch ein Bund-Länder-Treffen zu stattgefunden. Ich würde sagen, davon hat fast niemand oder die große Mehrheit nicht wirklich was mitbekommen, weil es in der Themenlage gerade etwas untergegangen ist. Worum ging es da und warum ist das wichtig? Also es ist ja so, wir sind liberale Demokratie, wir sind Rechtsstaat, deshalb brauchen wir auch eine gut ausgestattete und moderne Justiz. In Deutschland ist es so, dass die Bundesländer für ihre Gerichte verantwortlich sind. Sie müssen dort für Personal und Ausstattung sorgen. Wir stellen aber fest, dass auch durch die Digitalisierung eben besondere Herausforderungen da sind. Deshalb gab es früher schon mal einen Pakt für den Rechtsstaat, also wo der Bund, obwohl er es gar nicht muss und nicht für zuständig ist, den Ländern finanziell geholfen hat, in einer Größenordnung von etwas über 200 Millionen Euro. Und einen solchen Pakt für den Rechtsstaat, für den digitalen Rechtsstaat wollen wir auflegen, wo wir trotz der erhöhten Finanzlasten des Bundes in der aktuellen Situation auch noch mal in den nächsten Jahren 200 Millionen mobilisieren wollen, um den Ländern ein Stück weit bei der Digitalisierung zu helfen. Das kann die Anstrengung der Länder natürlich nicht ersetzen, aber es ist ein Stück weit eine Unterstützung in schwieriger Zeit. Also Schwerpunkt Digitalisierung dabei. Jetzt muss man da zum Schluss auch ehrlich sagen, einige Zuschauer mögen sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum wir über die großen Themen unserer Zeit nicht sprechen. Juniper, Gasumlage, Strompreisbremsen und so weiter. Da haben Sie explizit gesagt, es betrifft ein anderes Haus, das ist das Bundeswirtschaftsministerium. Andersrum sind Sie vielleicht auch ganz froh, dass manche Ihrer wichtigen Themen gerade vielleicht gar nicht ganz so sehr im strittigen Fokus stehen? Naja, ich beschäftige mich natürlich auch als Regierungsmitglied mit diesen großen Fragen. Und wir sind als Justizministerium, als Querschnittministerium ein bisschen auch dafür zuständig, nicht nur die Rechtsförmlichkeit, sondern auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Dinge zu prüfen. Es ist bei der Gasumlage in der Tat so, dass es da die Frage gab, ob das rechtlich bedenklich sei. Es ist allerdings so, sowohl das Finanzministerium, das Kanzleramt, auch meine Fachleute sagen, dass man das machen kann. Das heißt nicht, dass man nicht politisch etwas anderes für sinnvoll halten könnte. Wir glauben allerdings, dass es sinnvoll ist und rechtlich machbar ist. Marco Buschmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, tschüss.